Promotion bis hin zu Infotainment. Am zweiten Tag der ESCD wird den Teilnehmern noch einmal die geballte Ladung an Content geboten. Dr. Paul Schürmann, Mitglied der deutschen Delegation, erläutert seine Highlights und Erlebnisse auf dem Kongress. Vielleicht ist es zunächst einmal ein Eindruck, dass hier die Krise zwar angekommen ist, aber was ich erlebe, ist, dass die Amerikaner etwas lockerer damit umgehen als wir in Deutschland. Also ich erlebe hier sehr viel Aufbruchsstimmung, ich erlebe hier sehr viel Reflexion darüber, wie man sich in seinem professionellen Feld gut aufstellen kann. Hier gibt es sehr viele Anbieter, die sich Gedanken machen, wie können sie zum Beispiel als strategischer Partner der Unternehmensführung auch Wert schaffen für das Unternehmen. Und das ist etwas, was mich wirklich inspiriert. Also das ist etwas, was mich selber auch beseelt, so darüber nachzudenken, wie können wir tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass es den Menschen im Unternehmen, aber auch den Unternehmen selber besser gibt. Also Value Added, das ist so ein ganz wesentliches Schlagwort. Auf der Expo konnten sich die Teilnehmer bei über 200 Dienstleistern informieren. Hervorzuheben hierbei ist das Disney-Institut, welches auch in Deutschland seine Aktivitäten aufgenommen hat. Disney produziert Entertainment. Wie sie dies in ihr Trainingskonzept aufnehmen und auch für den deutschen Markt zugänglich machen wollen, erläutert Terry Brinkötter, PR-Manager. You know, we're fortunate that we have theme parks and resort destinations all over the globe, and so our Disney Institute content can travel to those locations, as well as to branch headquarters and locations of our client organizations around the company. So specific to Germany, we have done work with organizations such as Siemens. We'll be returning to the area with a full day of Disney Institute programming in Vienna on June the 18th. Which will give people an introduction to all of our primary competencies, people management, quality service, leadership, and brand loyalty. And then we also do programs at Disneyland Paris. So the most immersive of learning experiences for companies that want to come learn solid business theory, but then see how that translates into everyday operations. So we can take you behind the scenes, meet with our leadership team, and discover ideas that are very readily adaptable to an organization of pretty much any size or from any industry. What do you think the German trainings and speeches must become more emotions? At Disney, we would argue very strongly in favor of that. You know, our company is a storytelling company. And one of the things that we find success in is to create an emotional connection. And that connection can be with certainly our guests, our customers, as the rest of the world would say, with our own employees. We find that if you can engage the heart and the mind, you can accomplish pretty much anything. Beim Thema Emotion unterstreichen die Deutschen die Aussage. Mit den Emotionen sind wir dabei. Also Emotionen, Emotions lead to action, das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Wenn Lernen nicht mit Emotionen verbunden ist, dann wird Wissenslernen daraus, aber kein Verhaltenslernen. Professor Schwuchow warnt jedoch davor, ganze ausländische Konzepte zu übernehmen. Ja, das ist sicherlich der Punkt, wo immer deutlich wird, die Deutschen sind halt die Techniker, die hervorragende Produkte fertigen. Die Amerikaner sind eher die Marketing-Experten, die auch ein nicht so gutes Produkt dann im Grunde durch entsprechendes Marketing erfolgreich verkaufen. Wenn man jetzt da eine Synergie erzeugt, dann ist das sicherlich ein erfolgreicher Weg. Und ich denke, wichtig ist halt, sich dieser kulturellen Differenzen bewusst zu werden und zu erkennen, dass es one size fits all halt nicht gibt. Und sicherlich kann man da von den amerikanischen Anbietern lernen und sehen, was sind Dinge, die halt zu der deutschen Situation passen. Verkehrt wäre es auch, Erfolgsrezepte aus den USA unreflektiert übertragen zu wollen.